getroffen. Ich muss mich echt als Köder benutzen. Sieht irgendwie ein bisschen dämlich aus. Und sie starb. Das war der erste Riesenfisch. Der sollte ihn für eine Weile am Maul stopfen. Bitte kümmere dich auch noch um den zweiten Fisch. Ja, mache ich doch gerne. Zum Glück ist da Fleisch drin. Ich glaube nicht, dass sie hier drin ist. Geh einfach durch. Okay. Und danach kommt sie auf irgendeine Ecke raus. Der zweite Fisch sollte hier drin sein. Geh vorsichtig weiter. Okay, ich bin der höchste Alarmbereitschaft. Ja, okay, den kriege ich locker. Das ist der zweite Fisch. Ach, dieses Mal ist es Anna. Was hatten sie gerade? Was hat man gesagt? Warum haben sie den Namen gegeben? Halt die Fresse da hinten, ich will das auch wischen. Auch was weißt du noch? Ja. Okay, okay, ich kümmere mich um etwas. Ja. Wieso werde ich von der Explosion getroffen? Ah, so. Verdammt. Leckt mich. Willst du mich verarschen oder was? Diese ekligen. Fick dich doch. Willst du mich jetzt komplett verarschen? Komm. Ach komm, ganz langsam. Okay, haben wir den auch besiegt. Oder sie. Das war der zweite. Puh, ganz schön anstrengend für einen Fisch. Du hast den Job erledigt. Komm zurück zum Eingang. Okay. Ja, ich weiß, es ist nicht der letzte Fisch gewesen. Ganz bestimmt nicht, weil... Warum sonst sind diese Kugelfische da? Weil es bestimmt noch einen dritten gibt. Außer Katie und Anna. Da ist der Riesenpapa. Ah? Moment mal, hier unten ist doch noch einer. Was? Wirklich? Fantastisch. Oh, ich hab's. Ich nenne ihn Mary. Das ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt dafür. Sollte sie auf der gleichen Weise wie die anderen besiegen. Komm, mach schon. War aber nicht die Rede, nach schön auf den Kampf. Okay, okay, ich wurde kurzzeitig gestört. Sehen wir uns das mal jetzt an. Okay, ich glaube, ich habe den. Komm mal raus. So, so frei. Okay. Okay. Der ist bis am einfachsten zu besiegen. Und aufpassen, dass ich mich nicht selbst hier töte. Und stirb. Damit ist das Thema Mary auch vom Tisch. Puh. Sehr gut, das sollte jetzt aber wirklich alles gewesen sein. Bitte komm zurück zum Eingang. Okay, ich kann Fische erstmal nicht mehr sehen. Ich auch nicht. So, kein Bock mehr. Es gibt aber nicht mehr von denen, oder? Okay, du musst da unten ganz schön Angst gehabt haben. Hatte ich nicht. Ich war nur ein bisschen überrascht, okay? Jetzt noch ein Fisch auf doch. Boy.
und raus. Hat da nicht irgendwas gerade geleuchtet? Achso, das sind die Fische, wenn die rausspringen. Und wir haben diese Mission, verfickte Mission, geschafft. Ich hätte nie gedacht, dass eine Mary da unten ist. Ein Glück, dass du bist heil zurückgekommen. Der Fisch, der mich besiegen kann, ist noch nicht geschlüpft. Das glaube ich auch. Danke für deine Hilfe. Es ist nicht viel, aber hier ist deine kleine Belohnung. Nicht viel ist immer noch besser als gar nichts. Danke. Ich habe eine Idee. Wenn noch so ein großer Fisch auftaucht, benenne ich ihn nach dir. Ach, das ist doch nicht nötig. Ja, ist echt nicht nötig. Okay. Was, wenn ich das heute noch schaffe, Kapitel 7 zu sein? Kapitel 6 habe ich schon echt 4 Kapitel gemacht. Ja. Achso, die kann ich nochmal machen, ja. Jetzt muss ich aber wieder zurück. Ach, Piesler. Nächstes Ziel. Fiesler. Din-din-din-din-din-din-din-din-din. Hier sind die Quests, die du das annehmen kannst. Frachtskorte. Oh, blöde Schutz. Ah, okay. Allmann. Mit Piraten, das könnte unangenehm werden. Bitte geht zu Allmann beim Hafen, um den Rest zu erfahren. Also dann, viel Glück. Allmann, mein süßer Stecher hier. Oh, Moppel, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich hier draußen in der Pampa sehe. Ich bin nur wegen ihres Jobs hier. Ach so, na gut, das ist auch okay. Ich habe ein großes Problem mit Himmelpiraten. Sie haben schon andere Schiffe überfallen. Sie sind außer Rand und Band. Ich habe Angst. Ich möchte, dass du bei mir mitfliegst und die Piraten vertreibst, falls sie angreifen. Üble Piraten haben gegen mich keine Chance. Allein deine Anwesenheit wird mich beruhigen. Es wird Zeit, wir legen sie gleich ab. Aber wenn wir erstmal unterwegs sind, musst du auch bis zu Eierdal mitkommen. Bist du bereit? Ja. Okay, ihre Sicherheit ist bei mir in guten Händen. Oh, genau das wollte ich hören. Sieht doch mal, was haben sie denn heute geladen? Honig aus Hüßler, er ist herrlich süß. Ja, der sieht wirklich sehr lecker aus. Außerdem soll er ein wahres Untermittel gegen in der Kosmetik sein. In Pharao ist er der Hit. Diesen seidigen Glanz meines Fells habe ich nur diesem Honig zu verdanken. Oh nein, wir haben Gesellschaft. Was? Okay. Sie sind hier, das ist ein Piratenschiff. Stimmt, das sind sie. Nur keine Panik, ich bin noch bei ihnen. Was bist du für ein hässlicher Flocknabel, ein mutiger, nah in Angesicht der Klapper. Über die habe ich schon mal was in der Zeitung gelesen. Was? Die sind berühmt? Dank unseres letzten Jobs. Er hat uns große ausgeguckt. Ganz groß, pach, ihr seid allen für eure schlechten Ruf bekannt. Schlechten Ruf? Super, das ist mir sowieso lieber. Genug geredet, Herr mit der Fracht, oder ihr könnt euer blaues Wunder erleben. Pah, ihr seid die einzigen, die ihr blaues Wunder erleben werden. Hier. Verdammt. Okay, das Flugzeug ist weg. Thank you.
Leck mich doch. Geschafft, ja. Uga. Wie gefällt euch das, ihr Schurken? Wollt ihr noch mehr? Du glaubst noch an mich, was? Wir fangen erst gerade an. Was? Unser Motor brennt? Wir können uns lange nicht mehr in der Luft halten. Wollt ihr immer noch kämpfen? Für heute lassen wir euch gehen, aber wir haben uns noch nicht zum letzten Mal gesehen. Ich meine das eher mal umgekehrt. Wir lassen euch gehen. Nimmt das! Ach, ich hätte ja solche Angst. Aber dank Moppel, du sahst ja so fresh aus. Oh. Dieser Stecher ist wieder mal da. Ein Glück, meine Fracht ist sicher angekommen. Das habe ich nur dir zu verdanken, Moppelchen. Wie ich schon sagte, gegen mich hat kein Himmelpirat eine Chance. Du bist so vertrauenswürdig und so verlässlich. Hier ist deine Belohnung. Ich habe zu viel Geld. Wenn es nochmal brenzlig wird, wende ich mich wieder an dich. Und ich hoffe, dass dies schon mal bald der Fall sein wird. Hoffentlich nicht zu bald. Okay, dann haben wir das auch. Frachteskorte. Yay. Wie schnell ich auf meine Jäger rangsteige. So, so und so. Ich will mal erstmal gucken, ob ich irgendwelche Missionen noch habe jetzt dazu. Ohne Speichern zurück. Okay, die einzigen. Okay. Das ist so easy, dieses Spiel. Anpassen. Ich habe da sehr viele blaue Kristalle, oder? Mir fehlt noch eins. Habe ich 10. Kabine. Audio. So schnell kann man Musik komponieren, nur mit so viel Geld, so wenig Geld. Okay. Kino. Okay. Nächstes Ziel. Shetland. Warte. Ich glaube, das ist dieses Gebiet. Kapitel 5. Die beiden Gefangenen. Wie komme ich auf 6? Wie kam ich nur auf 6? Mine der Welt. Shetland. Kann irgendwo das Schiff entdecken, das uns auf den Darwin-Inseln angegriffen hat? Seht euch nur um. Ich bleibe hier auf das Asmodeus und warte auf euch. Okay. Lass uns durch. Selbst wir brauchen heutzutage mehr Grubenarbeiter. Die Mine ist geschlossen. Der Eingang kann jederzeit einstürzen. Wir müssen warten, bis die Crew die... Ja. Ich habe gesehen, dass die Kurvas immer um das Haus des Bürgermeisters rumschleichen. Ich verstehe nicht, warum der Bürgermeister sie noch nicht aus der Stadt geworfen hat. Das Haus des Bürgermeisters geht nach links und dann nach... Ja. Pickelstraße? Irgendwas fühlen die Kurvas in den westlichen Minen doch in Schilde. Versuchen sie etwas. Habe ich es mir doch gesagt. Die Kurvas sind hier. Das hast du auch von den anderen Typen erfahren. Nehmen wir erstmal die Kurvas beim Haus der Bürger mal genau unter die Lupe. Wächter. Ich hatte Wache, damit niemand welche. Ja. Gab es nicht so eine Regel, dass man nicht mit Roboter da rein darf? Hey, du Jäger, wenn du hinein willst, musst du deinen Roboter hinterlassen. Hier lassen. Hä, wieso? Befehl von ganz oben, wir sind in der höchsten Alarmbereitschaft. Ach ja, aber dein Befehl
sind nicht meine Befehle. Mach keine Szene, Red. Bitte tu einfach, was er sagt. Tut mir sehr leid, mein Freund. Du kannst ja nicht jeder... Ah. Okay, ich speichere hier mal ab. Machen wir im nächsten Part weiter. Mein Hals kratzt langsam. Okay, wir sehen uns das nächste Mal.